Hallo, willkommen zum neuen Video. Das geht eine Fortführung der Mini-Skulls, die ich vorhin auf der Pistole gemacht habe. Ist der gleiche Schablonensatz. Nur mal zu zeigen, wie geil die Schablonen und die Schädel in dieser kleinen Größe aussehen, wenn man einen flachen, glatten Untergrund hat. So, ich fange mit dem Feuer an. Wie immer bei den Videos schwarz und weiß als opak, das heißt also deckende Farben. Ich lege jetzt mit weiß die Flammen vor, arbeite jetzt mit dunkelblau und hellblau und habe so den dunklen Grundton der Flammen. Als Untergrund ist jetzt ein iPhone, wer weiß was, 4S glaube ich oder so. Es wurde angeschliffen, ist ein Aufkleber auf der Kamera und auf dem Blitz und mit Silikonentferner entfettet. Das sind die Vorarbeiten. So, das ist jetzt also der dunkelste Teil der Flammen. Jetzt kommt Schablone Nummer 2. Und wird wieder mit Weiß vorgelegt und dann mit dem Hellblau hereingearbeitet. Und als dritten Schritt kommt dann die Schablone Nummer 3 und da wird dann im vollen Weiß gearbeitet. So, das wären jetzt die Flammen. Jetzt fange ich mit den Schädeln an. Das ist ein fünfteiliger Schablonensatz. Das heißt also, ich lege mit Weiß die Grundform und die Grundfarbe fest. In dem Fall male ich jetzt hier, wie man es jetzt auf der rechten Seite aussieht, drei verschiedene Tonköpfe, die dann vor den Flammen schweben. Schablone Nummer 2 ist dann volles Schwarz, 3 ist Grau, 4 ist Hellgrau, 5 ist Weiß. So, von der Größe her, die mit Kiefer sind 3,5 cm hoch, die ohne Kiefer sind 2,5 cm hoch. So, wieder schwarz, grau, helles Grau. Und was jetzt hier noch nicht drin ist, ist das Weiß. Und ich nutze auch noch ein Hellbraun für die Schädelgrundfarbe. Hellbraun mische ich mir selber aus, das ist sagen wir 90% Gelb und 10% Violett. Und jetzt kommt das Weiß. Ersten Skull. Und da kann man sehen, dass auch selbst in der wirklich kleinen Größe man durchaus sehr detailreich arbeiten kann. Und jetzt lassen wir noch einen dritten da drüber und ich füge noch ein paar Flammenstrukturen hinzu, indem ich Schablonen Nummer 2 und 3 nochmal einsetze, um die Strukturen zu machen. Wenn man das so lässt, kann man natürlich das Ganze auch als Rauch sehen. Ich gehe da jetzt aber gleich mit ein bisschen Blau drüber und dann mal wieder die blauen Flammen. So, finaler Totenkopf. Schwarz, grau, helles Grau. Dann wieder die Schädelgrundfarbe mit dem Hellbraun. Und
zum Schluss das Weiß. Wie man auch sehen kann, sind die Schablonen schon benutzt, das heißt also selbst gebraucht und ungesäubert ist es halt relativ leicht damit zu arbeiten, weil alle Anlagepunkte ergeben sich halt aus der ersten Schwarzschablone und von daher ist es also nicht nötig, nach jedem Arbeitsschritt das Ding sauber zu machen. Und es ist auch nicht so wie bei anderen Schablonen, die dann halt quasi, damit sie überhaupt funktionieren, dann irgendwelche Passerpunkte oder Vierecke oder Sterne oder irgendwelche Kreuze an den Rändern haben, die man dann nachher aufwendig wegmachen muss. Also das ist halt genau das, was ich auf Messen oder so machen kann. 3 bis 5 Minuten hat man halt so eine Sache fertig. So, das ist das fertige iPhone. Wenn es gefallen hat, könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten, bis dann.